sometimes you can get a severe case of the stupids. Wingi ist sehr ein sehr starker Ort. Die Natur ist sehr dominant. Und ich finde, die Kunst muss eigentlich der Natur dienen. Also die Kunst muss sich unterordnen. Und ich habe mich dieses Jahr wieder für das Wasser entschieden, für das Thema. Der Überfluss vom Wasser zeigen. Also die Menge und also die Unendlichkeit. Also meine Idee ist quasi in der intakten Natur entstanden. Bei einem Spaziergang habe ich gedacht, wie kann ich darstellen ins Naturkonsumverhalten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte das eigentlich mit Tüben machen, relativ einfach. So, wir sind ja die Wegwerfgesellschaft, die einfach schnell dosierbar alles muss zur Hand sein. Also mich hat an dem Projekt vor allem gereizt, dass das Kunst im öffentlichen Raum ist. Das habe ich immer schon spannend gefunden, dass man da ein Publikum ansprechen kann, das jetzt vielleicht nicht unbedingt in eine Ausstellung gehen würde, in ein Museum oder schon gar nicht in eine Galerie gehen würde.